Ja, ich freue mich, dass wir heute einen ganz besonderen Gast hier bei uns haben, bei der Losung und Lehrtext. Und heute ist es nicht ganz die Losung und Lehrtext. Wir kriegen heute viel mehr als wie nur ein, zwei Verse. Und da möchte ich gleich unseren Franz Schaufler bitten, dass er uns diese Informationen weitergibt. Vielleicht kannst du uns ganz kurz sagen, worum es da geht. Es geht um die Seligpreisungen in der Bibel. Die bekannten kennen wir aus dem Matthäusevangelium, aber dass dann woanders auch noch mehrere gibt. Und aus der Offenbarung wird sehr oft eine Seligpreisung zitiert, nämlich Offenbarung 1,3. Wer die Worte hört und die Weissagung hält, was darin geschrieben ist, der ist selig. Aber es gibt viel mehr. Es gibt viel mehr als den einen Vers in der Offenbarung. Okay. Und vielleicht könntest du uns die dann einfach vorbringen oder vortragen. Ich möchte einfach aus deinem Grund auch, manchmal möchte man gern Sachen auslegen und mehr darüber wissen, aber es steht auch geschrieben, die Schrift legt sich selber aus und wir werden selig durch Hören, wie die erste. In Offenbarung 1,3 steht: Selig ist der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. Und warum? Denn die Zeit ist nahe. Und in Offenbarung 14,13 steht die zweite Seligpreisung: Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die im Herrn sterben, von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Und die dritte Seligpreisung, Offenbarung 16, Vers 15, siehe, ich komme wie ein Dieb, selig ist, der da wacht und hält seine Kleider, dass er nicht bloß wandle und man nicht seine Schande sehe. Die nächste Seligpreisung, Offenbarung 19, Vers 9, und er sprach zu mir, schreibe, selig sind, die zum Abendmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Und die nächste Seligpreisung aus Offenbarung 20, Vers 6, selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über solche hat der andere Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Nächste Seligpreisung aus Offenbarung, Offenbarung 22, 7, siehe, ich komme bald. Selig ist, der da hält die Worte der Weissagung in diesem Buch. Dann nächste Seligpreisung in Offenbarung 22, 14, selig sind, die seine Gebote halten, auf dass sie Macht haben an dem Holz des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt. Und die Stadt, da ist gemeint Jerusalem. Das sind die 7 Seligpreisungen. Die Zahl 7 ist eine ganz wichtige Zahl in der Bibel. Es sind die 7 Seinschreiben in der Offenbarung an die Gemeinden. Und wie gesagt, die Seligpreisung aus Matthäus Evangelium von Herrn Jesus selbst. Und diese in Offenbarung sind auch von Jesus selber. Denn das ist eigentlich die Offenbarung Jesu Christi. Danke. Ich meine, wir wissen, was mit selig gemeint ist, aber wie würdest du das jemandem erklären, der das nur aus Traditionen... Im Weltlichen würde man sagen, glücklich ist der, denn jeder wünscht sich Glück. Oder mehr, wenn man im geistlichen Gebiet denkt, errettet sein. Errettet ist der. Das ist für mich selig. Das ist eine Luthersprache und was aber heute auch noch an Bedeutung nicht verloren hat. Ja, okay. Du, danke Franz. Es ist sehr schön hier. Ich mache noch ein paar Aufnahmen von der Landschaft hier. Danke, der schönste Ort der Welt.